Der Camino Portugues ist einer der bekannten Jakobswege, deren Ziel Santiago de Compostela ist. Man kann den Weg in Lissabon oder noch weiter südlich beginnen. Gut ausgeschildert und genutzt ist der Abschnitt von Porto nach Santiago, das sind gut 200 Kilometer Fußweg. Porto ist eine traditionsreiche und sehr schöne Stadt, in der man zum Start etwas verweilen sollte. Von Porto aus hat man die Wahl, erst ein Stück Weg an der Küste zu gehen oder gleich im Landesinneren zu beginnen. Mein Weg begann nördlich des Flughafens in Rates. Ich bin allein losgegangen, hatte mich aber verabredet mit einem amerikanischen Freund. Andy hatte ich 2 Jahre vorher auf dem Camino Francés kennengelernt. Also, ich komme ursprünglich aus Kalifornien, nähere Zeit aus Washington, D.C. Und wo ich in die Rente gegangen bin. Also ich genieße jetzt das Leben eines Rentners in Silver Spring, Maryland. Es ist nicht mein erster Camino, es ist sogar mein zweiter Camino. Mein erster war vor 2 Jahren. Den Camino Francés, wo ich einen ganz guten Menschen kennengelernt hatte. Der heißt Bernd Hoffmann. Und ich bin auf diesem zweiten Camino mit diesem ganz guten Freund Bernd Hoffmann. Und es ist ein Genuss. Ich freue mich sehr. Der Camino Portugues ist anders. Es ist also schöner, nein. Die Strecke von der Grenze mit Portugal ist schön. Geht die Strecke von Porto, wo wir angefangen sind, bis nach der Grenze, ist nicht so schön. Also die Städte, die Dörfchen, durch die wir gelaufen sind, sind schön. Aber der eigentliche Weg war nicht. Es war zu viel auf den Straßen. Es gibt zu viel Verkehr auf den Straßen und eigentlich nicht sehr sicher. Das Besondere am Camino ist das Treffen von Menschen von aller Welt, die freuen sich nicht nur auf das Wandern, sondern auf das Treffen in Santiago. Von Barcelos aus ging es dann gemeinsam los. Jeden Tag ungefähr 20 Kilometer mit genügend Zeit, schöne Dinge am Weg auch wahrzunehmen und nach Bedarf Pausen einzulegen. Übernachtet haben wir teils in Pilgerherbergen, eher jedoch in einfachen Pensionen oder Hotels, die es am Weg genügend gibt. Viele kleinere Städte am Camino laden zum Verweilen ein, zum Beispiel Ponta de Lima. Das ist einer der ältesten Orte Portugals mit einer mittelalterlichen Brücke über den Fluss Lima. Man muss nicht jedes Stück des Weges kommentieren. Die Bildeindrücke sprechen sicherlich für sich. Thank you.
Ein besonderes Erlebnis sind die Treffpunkte in den Herbergen mit gemeinsamen Mahlzeiten am Abend und einem bunten Gespräch in verschiedenen Sprachen. Auch wenn man auf dem Weg viele Menschen kennenlernt und immer wieder trifft, habe ich es bevorzugt, den Tagesweg doch eher allein zu gehen oder nur Abschnitte gemeinsam. Erst damit erreicht man einen Kern des Pilgerns, die Konzentration auf sich selbst, auf den Weg und die Meditation des Gehens. Aber die eine richtige Art des Pilgerns gibt es ohnehin nicht. Jeder muss seine Weise selbst herausfinden. Nach einigen Tagen erreicht man etwa auf halber Strecke die Landesgrenze zwischen Portugal und Spanien. Die natürliche Grenze bildet der Fluss Minho. Das portugiesische Valença und das spanische Tui lagen sich nicht immer so friedlich gegenüber wie heute. Davon künden die noch sichtbaren Festungsanlagen. Das war ein lustiges Trüppchen junger Leute, die sich auf dem Weg kennengelernt haben und nun gemeinsam bis Santiago gehen wollten. Der Rucksack, der Wanderstock und die Jakobsmuschel sind die Erkennungszeichen der Pilger untereinander. Man erkennt auch ziemlich schnell, wer länger unterwegs ist und wer nur einen kurzen Wochenendtrip auf dem beliebten Fernwanderweg unternimmt. Ernsthaftere Gespräche entwickeln sich meist erst dann, wenn man sich zum zweiten oder dritten Mal auf dem Weg trifft, ein Stück miteinander geht oder an einem Rastplatz oder in der Herberge längere Zeit zusammensitzt. Die Vielfalt der Landschaft spiegelt sich in der Vielfalt der Menschen, denen man begegnet. Auch der Kontakt zu Menschen, die hier leben, ist meist nicht schwer zu knüpfen. Hilfsbereit sind sehr viele. Viele Orte auf dem Weg laden zum Verweilen ein. Aber der Sinn des Pilgerns ist ja, dass es immer weitergeht, dem Ziel Santiago entgegen.
Kurz vor Santiago kann man einen kleinen Umweg nehmen über das sehr idyllisch gelegene Franziskanerkloster Herborn. Die wenigen Kilometer mehr lohnen sich. Das Kloster, früher einmal eine sehr große Internatsschule, wird nur noch von einer Handvoll alter Mönche bewohnt. Eine inoffizielle Führung durch die Klosteranlage mit Besuch der Pilgermesse ist manchmal möglich. I was here 2 months ago and it was much more than this. Real old stuff for walking and wheelchairs and all that. It was like a hospital, man. Yeah. For me, it looks like that, like hospital, like. It is on the Siri. But this. Ole! Ole! Die kleine Pilgerherberge wird von ehrenamtlichen Hospitaleros geführt. Ein liebevolles Abendessen, Übernachtung und ein einfaches Frühstück gibt es gegen eine Spende. Und dann geht es früh weiter. Santiago ist nur noch 1 oder 2 Tagesmärsche entfernt. Trotz Ermüdung vom tagelangen Wandern werden manche Pilger auf den letzten Kilometern nochmals etwas schneller. Letzte Reserven werden mobilisiert. Aber nicht jeder Abschnitt des Weges ist schön und ungefährlich. Bis das symbolische Ziel, die Kathedrale von Santiago, erreicht ist, geht es noch einige Kilometer durch Vorstädte und die Straßen der Altstadt. Nicht jeder Pilger wird so aufwendig empfangen. An dem Tag, als ich Santiago erreicht habe, war ein Marienfest, das mit einer großen Prozession durch die Straßen gefeiert wurde. No.
dann ist das Ziel erreicht, die mächtige Kathedrale von Santiago de Compostela. Der Platz davor ist fast immer gefüllt von ankommenden Pilgern oder denen, die noch ein paar Tage in der Stadt verbringen und auf Freunde vom Camino warten. Jeder findet sein eigenes Ritual, seinen Erfolg zu feiern. Mancher Pilger sitzt oft stundenlang auf dem Platz, um die wunderbare Atmosphäre dieses Ortes zu spüren und zu genießen. Ob man den Camino aus religiösen, spirituellen oder anderen persönlichen Gründen gegangen ist, der Besuch der Kathedrale gehört dazu. Jeden Tag um 11 Uhr findet eine große Pilgermesse statt. Und mit etwas Glück und einem frommen Spender kann man auch das Schwenken des riesigen Weihrauchfasses am Ende des Gottesdienstes erleben. Jedes Jahr ist für viele Zehntausende Menschen aus allen Teilen der Welt der Camino hier zu Ende. Aber das Erlebnis des Weges lebt im Innern weiter und manche Veränderung nimmt man in den Alltag mit.